Nach Eddermeyer geht es nicht per Boot. Es ist zu gut gesichert. Die Garde hat da einen Wachturm. Gehen Sie landeinwärts und nehmen Sie die Bahn. Der alte Herzog von Cerkonos hat Kanaka jahrzehntelang aufgebaut. Herzog Luca Abele hat die Stadt dann in absoluter Rekordzeit geschröpft. Mit Orgien und Festen. Scheinen hier mehr Spaß zu haben als in Dunwall. Geben Sie Acht auf dem Weg nach Eddermeyer. Der Herzog hat die Stadt der Garde übertragen. Sie greift Fremde sofort an. Ich pass auf mich auf. Hier sieht's ganz gut aus. Im Eddermeyer vernichten Sie den Kronmeuchler und forschen nach Sokolov. Alchemistin Hypatia wird Ihnen helfen. Sokolov mag sie. Dann bis später beim Eddermeyer. Warten Sie nur mit dem Boot, bis ich den Wachturm ausgeschaltet habe. Ich wette, es gibt. Willkommen in Karnaka, Fremder. Was ist das für ein Schiff? Kennst du den Kapitän? Überall nur Staub, egal was man macht. Nichts als noch ein Tag wie diesem. Guten Tag. Weißt doch, dass das für uns bestimmt war. Was sollen wir denn jetzt machen? Hallo! Serkonische Mitbürger! Während der Abwesenheit des Herzogs möchte ich dies hier verkünden. Aufgrund der vom ehemaligen kaiserlichen Fürsten Corvoatano ausgeführten politischen Attentate im Namen der ehemaligen Kaiserin Emily Thornton. Hey. Oh, wie nett. Danke. Wenn Sie an der Lichtwand vorbei wollen, gibt's da einen Weg durch diese blutfliegenverseuchte Wohnung. Sie kommen dann auf der anderen Seite vom Posten der Garde raus. Grundmarkt. Illegaler Handel bedeutet Waffen und Munition. Ich hätte da was, das dich... Mein Name ist Mindy Blanchard. Und du siehst aus, als würdest du an Orte gehen, wo du nicht hingehörst. Würdest du mir bei einer Sache helfen? Du kratzt mir den Arsch und ich dir deinen. Ich muss zum Eddermeyer-Institut. Kannst du mir helfen? Ja... Das kann ich tun. Du besorgst mir eine Leiche und ich helfe dir bei deinem Problem. Keine Sorge, die Leiche gibt's schon. Eine Leiche? Interessant. Von wo? Die Aufseher haben sie in ihrem Außenposten. Die denken, der Kerl war ein Hexer. Ich brauche die Leiche aus anderen Gründen. Schleich dich rein und hol sie. Dann treffen wir uns im Keller unter der Zahnarztpraxis in der Nähe. Ich denk drüber nach. Aufhalten. Verseucht, eindeutig. Rück dich langsam, halt dich von den Nestern fern und lass dich nicht mit Blutfliegengift und Eiern vollpumpen. Nur, dass sie tot sind und alles vor Blutfliegen wild. Karl, nur so kommen wir auf die andere Seite der Linie. Thank you.
überall gesucht. Ich sollte wohl diskret sein. Verdammte Ratte. Ich hab dir gesagt, was passiert, wenn du mich verpfeifst. Hab dich gewarnt. Bitte, ich musste es tun. Bitte? Zu aus spät dem Weg. Dafür, Apollo. Wir sind auf der Suche nach ketzerischen Artefakten. Was? Hier? Hören Sie, ich muss aber dieses nur... Dieses Gebiet ist gesperrt. Windmühle funktioniert. Die gehen auch oft kaputt, nur eben anders. Und sie überlasten. Wenn der Wind zu stark wird, in einem Sturm? Genau. Wenn das passiert, willst du nicht zu nahe an der Lichtwand stehen. Ja, das wäre ungut. Der Outsider darf mich nicht locken. Er kennt mein Herz, prüft und verspottet mich. Ich werde stark sein. Ich bin sicher, wir finden, wonach wir suchen. Sei gründlich, Bruder. Vergiss nicht, dass das Beste für dich gern versteht. Du kennst nicht die Gedanken der Abtrünnigen, wenn ihr Geist von mir umgeht. Ein glitzerndes Ding, mehr nicht. Zier. Eine schöne Stadt, bevor der Herzog ihr das Leben aussaugte. Bevor der Kronleuchtler die Straßen rot färbte. Jetzt bist du hier. Und ich frage mich, ob du ihr den Gnadenstoß verpasst. Oder sie vor dem Abgrund bewahrst. Wir beide wissen, was jetzt passiert. Ungeziefer, Blut und Verrat. Es geschieht wieder.
Ich hoffe, du bist bereit. Verfluchten Gestalten, die in den dunklen Winkeln unserer Stadt ihr Dasein fristen und deren Gesichter und Stimmen uns fremd geworden sind. In der nächsten Nacht holten wir das Mädchen von zu Hause weg und warfen es in einem Eisenkäfig in den Kanal. Ihr krankes Leben musste enden, damit die Menschen um sie herum sicher sind. Manchmal denke ich, die Spieluhren sollten besser in den Enklaven gefertigt werden. Hier zum Beispiel. Und der Ketzer. Stattdessen werden sie nur an wenigen Orten hergestellt und dann verschifft. Unerreichbar für uns. Ziemlich riskant. Nach dem Tod erwacht. Wäre doch weit schlimmer, das Wissen und die Materialien zu... Herstellung auf den Inseln zu verteilen. Die Metalle für die Geräte sind extrem selten. Und wenn jemand anderes als die loyalsten Aufseher die Verfahren anwenden würde, wäre das wie Ketzerei. Du hast wahrscheinlich recht. Es macht mich traurig, wenn ich daran denke, was Kultisten tun könnten, wenn sie die Spieluhren für ihre Zwecke einsetzen würden. Richtig, Bruder. Da ist es besser, so mächtige Instrumente gut zu schützen, sie geheim herzustellen und dann dorthin zu bringen, wo sie im Kampf gegen das Übernatürliche gebraucht werden. Haltet euch an die 7 Gebote. Wenn es wahr ist, dass eine Hexe auf Dunwalls Thron sitzt und der Herzog von Serkonos an ihren Lippen hängt, wie man überall im Kaiserreich hört, so könnt ihr sicher sein, dass wir dem nachgehen und handeln werden. Ist da... Wohl doch nichts. Thank you.
Aufseher Leon Byrne. Die Leiche dieses Ketzers ist wichtig. Aber so ganz verstehe ich das alles nicht. Warten wir auf den Vizeaufseher. Wann wollte Byrne eintreffen? Er ist ge... Das ist sie. Die Leiche, die Mindy haben will. An der weißen Klippe. Stehen unter Strom. Schon wieder? Diesmal nicht. Los, los. Mach schnell. Hey, du hast ihn. Leg ihn dort ins... Gute Arbeit. Hier, bitte. Ich frage nicht, wozu du sie brauchst. Wie komme ich zum Eddermeier? Ich habe einen meiner Jungs losgeschickt, um den Strom der Bahnschienen abzuschalten. Dann kannst du über die Schienen gehen, wohin du willst. Auf der anderen Seite ist eine Station, die dich zum Eddermeier bringt. Besser als nichts. Danke für die Hilfe. Das war's. Versuchen wir es nochmal. Wir müssen zu Dr. Hypatia. Sie lassen keine Patienten mehr zu ihr. Nicht einmal besonders... Station Eddermeier. Hier geht's zum Institut. Thank you.
das alles in Ordnung bringe, kommt auch der Wohlstand zurück. Muss die Wohnung der Alchemistin sein. Alexandria Hypatia. Die Blutfliegen gedeihen bei den ganzen Exekutionen. Ich verbringe immer weniger Zeit hier in der Wohnung, aber meine Arbeit im Ademeyer erfordert das. Nach den schrecklichen Fehlschlägen mit dem ersten Serum will ich den Bergleuten jetzt umso mehr helfen. Unglaublich, wie hart der Herzog und seine Gesellen die Arbeiter antreiben. Aber bis er zur Vernunft kommt, tue ich alles, um ihnen das Leben zu erleichtern und den Familien zu helfen. Ich bin besessen von dieser Arbeit und der Wirkung. Verdammt, ich muss trinken. Hab's Hunger. You